Der notwendige Wandel in ein erneuerbares Zeitalter wird unsere Landschaft verändern. Die Natur ist unser Kapital und Energie die Grundlage für unseren Wohlstand. Als ich 2012 mein Solarfeld in meiner Heimatgemeinde errichtet habe, habe ich festgestellt, dass dieser Wandel eine enorme Chance für unsere Gesellschaft, Natur und Landschaft darstellen kann. Ich wollte ein Solarfeld errichten, das gleichzeitig auch ein Biotop ist und damit einen Anstoß geben, damit auch andere diesem Beispiel folgen. Zum Schutz der Artenvielfalt und weil mit Solarfeld-Biotopen auch die Akzeptanz in der Bevölkerung für den weiteren Ausbau der Energiewende steigen kann. An meinem Solarfeld mit 2 Hektar leben derzeit über 500 dokumentierte Tier- und Pflanzenarten. Und damit dieses Konzept auch flächendeckend umgesetzt werden kann, haben wir uns Experten gesucht, mit denen wir gemeinsam im Projekt Eule ein professionelles Bewertungssystem erarbeitet haben für eine Energiewende im Einklang mit der Natur. Eule ist eine ganz, ganz große Chance, dass wir die 2 wesentlichen Probleme, die wir als Menschheit im Moment haben, lösen können und auch in der Kombination gut lösen können. Das eine Problem ist der Klimawandel und deswegen brauchen wir die Produktion erneuerbarer Energien. Das zweite Problem ist der Verlust der Biodiversität, also der Verlust von Tier- und Pflanzenarten. Mit Eule können wir PV-Freiflächenanlagen biodiversitätsreich machen und damit haben wir die ideale Kombination. Wir tun was für den Klimaschutz und wir tun auch was für den Biodiversitätserhalt. PV-Freiflächenanlagen haben in der Vergangenheit nicht ihr gesamtes Potenzial für den Artenreichtum ausschöpfen können. Unter den PV-Modulen ist eine Wiesenvegetation und die wurde bei alten Anlagen häufig sehr oft gemäht. Zum Teil wurde das Saatgut liegen gelassen, gemulcht. Und damit können empfindliche Arten, die lichtbedürftig sind, die wenig Nährstoffe brauchen, sich gegenüber den schnell aufwachsenden hohen Gräsern nicht behaupten. Und diese PV-Anlagen waren dann relativ artenarm. Mit Eule, mit einer Biodiversitätszertifizierung, wollen und können wir aber diesen Artenreichtum auf diesen Anlagen heben. Die Anlagenbetreiber bekommen durch Profis, in diesem Fall im Moment unsere Studenten, eine Aufnahme ihrer Fläche. Was sind dort für Pflanzen? Dann bekommen Sie eine Abschätzung, welche Zielarten kann man dort entwickeln für Pflanzen- und Tierwelt. Was sind also die idealen Arten, die der Naturschutz auch haben möchte auf den Flächen, die wichtig sind für den Naturschutz. Und dann bekommt der Anlagenbetreiber Maßnahmen angeboten von Auditierern. Was kann er machen, damit diese PV-Freiflächenanlagen optimal sind in der Biodiversität? Das ist alles Bestandteil einer Zertifizierung, denn der Anlagenbetreiber soll auch glaubhaft mit dieser Zertifizierung darstellen können, dass er wirklich auch eine biodiversitätsreiche Anlage hat. Das soll er dann auch honoriert bekommen. Und damit diese Honorierung nicht ein Greenwashing ist, deswegen ist diese Zertifizierung ganz wichtig, damit es wirklich glaubhaft ist und diese Win-Win-Situation für beide Seiten, einmal die Energiewende, einmal die Biodiversität, auch tatsächlich dargestellt wird. Die Landschaft in Mitteleuropa und anderswo hat sich über die Jahrtausende immer wieder verändert. So wie die Gesellschaft sich gewandelt hat, ihre Wirtschaftsweise, hat sich mit ihr auch die Landschaft verändert und gewandelt. Das ist heute genauso, wo wir jetzt in eine neue Epoche gehen mit der Energiewende. Wir haben also das Landschaftsbild und da ist es ganz wichtig, dass wir ausgehend von der bestehenden Landschaft, dass die uns sagt und wir darauf achten, in welcher Weise die Photovoltaikanlage eingebunden werden kann. Das heißt, eine kleinteilig strukturierte Landschaft verträgt auch nur eine kleinformatige Photovoltaikanlage. Andersrum, eine großformatige, eine Agrarlandschaft beispielsweise mit großen Ackerschlägen, die verträgt auch eine größere Photovoltaikanlage. Dann wäre noch zu sagen, dass wir mit so einer Eule-Anlage ja viele Funktionen auf einer Fläche unterbringen. Wir sprechen von multifunktionaler Nutzung, einerseits durch regenerative Energieerzeugung, zweitens durch den Artenschutz, die Artenvielfalt, die wir hier fördern, drittens durch die Einbindung
in die Landschaft, die dann auch gewisse ästhetische oder Erholungsaspekte mit sich bringt. Und der Boden geht längerfristig in Ruhezustand und kann sich regenerieren. Mit Eule entspannen wir die zunehmende Flächenkonkurrenz durch ein sinnvolles, multifunktionales Nutzungskonzept. Wir zeigen, dass Klimaschutz und Artenschutz Hand in Hand gehen und sich gegenseitig unterstützen können, damit auch zukünftigen Generationen eine intakte Natur überlassen wird.